Herzlich willkommen zu meinem Podcast für Führungskräfte und Manager. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Mein Name ist Stefan Weseli und nach 25 Jahren Beratung ist mir klar geworden, wenn die Führungskraft besser wird, wird alles besser. Heute geht es um das Thema Investoren haben einen Masterplan. Hast du einen Masterplan für dein Leben oder lebst du so in den Tag hinein? Bist du jemand, der seine Träume leidenschaftlich verfolgt? Oder schaust du lieber, was der Tag so mit sich bringt? Wenn ich die Menschen um mich herum beobachte, dann gibt es für mich eigentlich zwei große Gruppen. Es gibt die Gruppe der Spekulanten und die Gruppe der Investoren. Spekulanten genießen den Augenblick, lassen den Tag auf sich zukommen und haben keinen wirklichen Plan. Sie folgen ihren Gefühlen. Ihr Ziel? Maximieren der positiven Erlebnisse pro Zeiteinheit. Hauptsache Spaß. Am besten gleich. Dann war es ein guter Tag. Was später kommt, kommt eh wie es kommt. Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend. Die Schule wird als sinnfreier Raum gesehen. Und die Noten haben eh keinen Bezug zu Berufswünschen. Nach der Schule geht es erstmal auf die Schafsfarm nach Neuseeland. Anschließend schreibt man sich für Sinologie, also für China-Wissenschaften, ein, um wenig später wieder den Rucksack Richtung Peru oder Vietnam zu packen. Man kann ja immer noch später studieren. Beziehungen kommen und Beziehungen gehen. Die Social Media Community ist gepflegt und wird gut informiert. Plötzlich ist man 45 Jahre und stellt fest, dass es mit der Familiengründung jetzt ganz schnell gehen muss. Bei der Partnerwahl werden voreilige Kompromisse geschlossen. Auch das muss jetzt sehr schnell gehen. Wenn es dann mit dem Nachwuchs noch klappt, geht es nun darum, die Kleinkindphase in der eigenen Midlife-Krise zu überleben. Schließlich ist man ja keine 30 mehr. Der Kampf um ausreichend Schlaf, wenn die Kleinen nachts schreien, wird kombiniert mit der Frage, wer von beiden Partnern wirklich härter arbeitet. Das nicht mehr ganz junge Glück gerät in gefährliche Turbulenzen. Nach der Trennung redet man sich das Patchwork-Leben schön. Die Kinder sind ja so glücklich mit der neuen Situation, für die man natürlich auch nichts kann. Schuld war ja der andere. Das Leben ist nun mal das Leben. Ich muss ja meinen Gefühlen folgen und kann mich schließlich nicht selbst verleugnen. Das Geld reicht natürlich nie. Die Ansprüche eilen dem Möglichen permanent davon. Der einsetzenden Unzufriedenheit werden weitere, kostspielige Abenteuer entgegengesetzt. Mit Mitte 50 kommt dann doch die Frage um die Ecke. Waren das die besten Jahre meines Lebens? In wen außer mich selbst habe ich eigentlich investiert? Warum hat meine 19-jährige Tochter ihren Anwalt auf mich gehetzt, nur um ihre Ansprüche auf Unterhaltszahlung durchzusetzen? Wo sind eigentlich meine Freunde? Soll ich meine Mutter mal anrufen? Diese Auflistung ist eine kleine Auswahl von Rückmeldungen von Führungskräften der letzten 14 Tage meines Berufslebens, die ich mir spontan in mein OneNote geschrieben habe. So kann man leben. Das ist auch ein Lifestyle. Aber was machen Investoren nun anders? Investoren überlegen genau, wo und wie sie ihre Energie und Zeit einsetzen. Sie haben einen langfristigen Plan und lassen sich von negativen Erlebnissen nicht aus der Bahn werfen. Sie leben nach der Formel, Glück bedeutet, heute auch mal auf die Dinge zu verzichten, um später ein großes Ziel zu erreichen. Bist du eher ein Investor oder ein Spekulant?
Investoren erreichen ihre Ziele. Investoren träumen nicht nur, sie verfolgen ihre Träume mit einer eisernen Disziplin. Investoren teilen ihre Lebensreise in machbare Etappen ein. Investoren wissen um die Kraft der Erneuerung und der Regeneration. Investoren haben einen Masterplan. Sie bringen ihren Masterplan in den Dialog ein mit ihrem Partner und den Menschen, die ihnen nahe sind. Gemeinsam werden Visionen geboren, Entschlüsse gefasst und ein Wochenplan erstellt, der allen den Raum gibt, ihre Träume zu leben. Ein Masterplan entsteht nicht über Nacht. Es braucht Zeit und eine gute Navigation durch die Themen. Der Masterplan wurde zum wichtigsten Werkzeug meines Lebens und Zeitmanagements. In den nächsten Wochen möchte ich dich einladen, diese Reise zu beginnen, Schritt für Schritt, Thema nach Thema. Ich möchte dir die besten Hilfsmittel und Fragen an die Hand geben, die ich kenne. Ich möchte dich ermutigen, nicht nachzulassen und dran zu bleiben. Jedes der 10 Themen kann auch für sich ganz alleine stehen und ganz allein bearbeitet werden. Die 10 Bestandteile eines erfolgreichen Masterplans wären: Zielfoto des Lebens. Was willst du am Ende des Lebens erreicht haben? Lebensmotto. Was bringt den Sinn deines Lebens heute auf den Punkt? Kompetenzen. Was kannst du so richtig gut? Motivationsfaktoren. Was motiviert dich? Wann fühlst du dich so richtig lebendig? Persönlichkeit. Kennst und wertschätzt du deine wunderbare und einzigartige Persönlichkeit? Und dann die Werte. Welche Werte würdest du nie aufgeben? Welche Werte sind dir ganz besonders wichtig? Welche Werte erkennt dein Umfeld in deinem Leben? Ein nächster großer Block sind die Wünsche. Welche großen Wünsche leiten dein Leben? Die 7 Jahresperioden. Alle 7 Jahre vollziehen sich in unserem Leben entscheidende Veränderungen. Hast du diese Perioden im Blick? Ein spannendes Thema. Jetzt schon herzliche Einladung. Die Balance der Lebensbereiche. Einen Lebensbereich in den Griff zu bekommen, das ist nicht die große Kunst. Aber wenn die Lebensrollen miteinander im Wettbewerb stehen, dann fühlt sich das Leben schon anders an. Zeitmanagement. Wie gelingt es dir und mir, den wichtigsten Menschen und Aufgaben die beste Energie und ausreichend Zeit zukommen zu lassen? 10 Themen für die nächsten 10 Wochen. Ich freue mich auf das Abenteuer. Sei dabei. Herzliche Einladung und viel Spaß bei der Umsetzung.